Ja, stimmt, wir haben jetzt das Buch. Wo war denn der Typ mit dem? Irgendwo war doch irgendwo so ein Typ. Genau, hier war der nicht, hier war der auch nicht. Einfach hier an den vorbei. Hier geht's in den Wald, genau. In den Wald will ich nämlich noch was holen. Aufpassen müssen wir ja auf so gewisse Leutchen. Ist die Diebeshöhle oder was ist das? Ah ja, stimmt, hier ist, sehen wir einen Herzteil. Um das zu bekommen, müssen wir hier was aufmachen und dann einfach reinfahren. So. Ist hier noch was? Nein. So. Okay. Nein, das sind Master Swords, aber die sind alle falsch. Ah, Raben. Raben kriegen irgendwas. Genau, hier ist ein Spiel, der ist aber unfair, der Typ, ne? So, irgendwo ganz links müsste ein Pilz sein. Genau, da ist er. Den Pilz brauchen wir. Ich glaube, hier oben wäre auch die Lichtung, wo das echte Master Schwert ist. Das wollen wir aber nicht. So. Damit haben wir das abgehakt. Oh je. Genau. So. Dann gehe ich mal dahin, wo wir den Pilz brauchen. Ja. Wupp. Große Magieflasche. Schön. So, bisschen Nebenquest mache ich hier. Ein Herzteil und das hat uns ein volles Herz gegeben. So, das ist schön. So, hier sieht man, muss man so Sachen aufheben. So, man sieht, dass hier bestimmt irgendwas ist, weil das hier so verborgen ist, aber man sieht, hier ist auch noch was. Da können wir noch nicht hin. Wir können nämlich die Steine noch nicht aufheben. Autsch, autsch. So. Außerdem geht das. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Genau hier. Hallöchen, du. Hm, der Duft. Der Duft der verfaulten Früchte. Gib mir den Pilz für meinen Gebrauch. Okay. Den da. Danke, junger Mann. Geh doch mal in den Magie-Shop. Dann bekommst du etwas besonders Gutes. Ja, was? Der rote Trank ist Lebenselixier, das so, bla bla bla. Wie wär's mit einem roten Gratis? Ja, genau. Hey, danke, junger Mann. Geh doch mal in die Maschine, da kommst du besonders. Ja. Aber wir bekommen hier auch das Zauberpulver. Ich weiß noch nicht nochmal wie. So. Genau. Jetzt wollen wir den zweiten Tempel machen, der für mich den zweitschwersten Gegner hat. In gewisser Weise, weil. Der Blöd ist einfach der Gegner. Jetzt müssen wir wieder zurück nach Kakariko. Machen wir dann mal ganz schnell hier. Bumm. Muss mal gucken, wo dieser Feenjunge nochmal ist. Ey, wo ist der? Ich habe mich immer so gewundert. Ich dachte, der wäre immer im Kakariko drauf. Oh, hier können wir auch nochmal aufnehmen. Eine Bombe. Wir hier. Genau, wir müssen ja den einen Typen dann nochmal fangen. Fangen. Was ist er denn? Ah, ich glaube, das ist ja ein Tiefer. Genau, da ist er. Na, Mist. Solange wir nicht sehen, wie er verschwindet, haben wir immer noch die Chance, ihn zu holen. Ne? So. Komm! Mist! Das war knapp. Nein, hier ist der komische Spielshop. Nee, hier ist die Taverne. Hier hinten ist die Flasche gewesen. Da ist er! Endlich, mein Gott, ey, da! Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Ich bin wohl durch die Kälte des Bösens, die aus den Bergen kommt, krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Yay, er hat uns es geliehen. Wir werden es aber nie zurückgeben. Höchstens vielleicht am Ende des Abenteuers. Also hier war der. So, oh!
Geht doch. Erstaunlich, wie schnell du laufen kannst. Bei dem Tempo wird das sicher leider Prinzessin Zelda entführt zu sein. Komisch, aber du machst keinen so übel Eindruck. Sei es drum. Wenn du so schnell willst, sollst du dir das zunutze machen. Du findest oft zweige Bäume, rempelt sie an. Ja, ja, ja. Okay, gut, dann war das einfach nur so. Gut, wir müssen hier runter. Dann müssen wir hier. Jumpy, jumpy, jumpy. Nein, nicht pushen so. Wir müssen nämlich zuerst mal. Hoppala. Zu den Zurasee, Hyliasee. Der ist nämlich hier unten. Und da kommen wir so noch nicht rein. Wir müssen zuerst mal zu unserem Hauseingang. Genau, hier. Badam. 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 So, hier verstecken sich welche im Gras und alles Lotterlei. So, was wir aber machen wollen, ist nämlich hier ist noch was. So, das ist der Hyliasee mit der Hyliasperre. So, wir machen einmal das hier. Ich weiß nicht, was ist da drin? Ach, Bomben hätten wir gar nicht gebraucht. So. Jetzt wollen wir natürlich durch. Und dann kommt sowas wieder. Bomben. Grüne Bomben. So, damit ist der See weg und dadurch bekommen wir ein Herzteil. So, wir können aber, da wir jetzt hier Fische haben, so einen Fisch aufheben. Und hier einfach mal so ins tiefe Wasser werfen. Oh Mist, falsch geworfen. Also normalerweise, wenn man den dann sozusagen so wirft, ist er so nett und gibt uns meistens irgendetwas. Oder irgendwo Besonderes, an irgendeinem besonderen Ort. So, was wir jetzt machen müssen ist... nicht sterben, das wäre blöd. So, den Typen, das macht mein Schild irgendwie nicht kaputt oder sowas. Wenn wir sein Schild aufheben und kaputt machen, dann verfolgt er uns. So, ab in die Wüste, den craziesten Ort überhaupt, wegen den Geiern, wegen Minen, die irgendwo einfach mal so im Boden sind, und wegen den Seid, den Boogie-Geistern. Was ist denn dahin? Ah, falsch, wir müssen hier hoch. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Genau hier hin. So, jetzt werden wir schon von den Nazgulen umkreist. So, umkriesen. So. Sprich, vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Willst du sich den Weg eröffnen? Bestimmt sagen, wir wollen eigentlich Zelda retten. Und was passiert? Die Dinger drehen sich. So. Die Nazgulen kreisen immer noch um uns. Ich hoffe, bald sind sie weg. So. Und damit haben wir den Wüstenpalast. Ich rüste mich mal aus, was ich hier brauche, das hier. Und den Gegner, den jeder hasst in jedem Zelda. Die Augenstatue. Ich weiß nicht, August, Koloss, Augolos oder irgendwie so heißt der. Ich weiß nicht, wie die im neuesten heißen. Wow. Ich muss sagen, aber in Skyward Sword ist eigentlich die beste Möglichkeit bisher gewesen, die zu töten, weil die einfach man einfach ins Auge gestappt hat. So, hey Luda! Tot. Hey Luda! Tot. So, man hätte gedacht, wir müssen das hier anmachen zum Licht. Nein, darf man nicht. Denn hier bekommt man schon die Karte. Ich darf mich nicht so oft treffen lassen. Das ist irgendwie. Also am besten sind wir aufladen, warten bis der Typ kommt. Einmal durchziehen und tot ist er. Ja, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Ich glaube, den Schlüssel bekommen wir hier unten. Wow! Mist. So, und durch geht's. Ich glaube, hier ist irgendwo die Schlüssel, oder? Nein, gar nicht. Hier ist einmal der Ausgang. Nein, Mist, das ist ja falsch. Irgendwo ist, glaube ich, irgendwann mal ein Ausgang mit einem Herz, aber dann ist er nicht das hier. So, jetzt sind wir wieder hier im Tempel, heißt, alles ist wieder respawned. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel ist genau auf der anderen Seite. Da, man hört hier schon mal was. Ist ja schon mal was. Das ist aber der falsche Raum. So, das habe ich hier hoch, genau. Genau, und man merkt, hier ist was oben. Damit.
Irgendwo ist hier ein Schalter. Ich glaube, der ist immer hier. Oder nein? So war das hier oben. Ne, hier bekommen wir nichts. So, wir brauchen den Masterschlüssel. Dreh dich weiter, Auge. Hier weiter. So. Schnell durch! So, wir sind jetzt hier oben entlang. Vorsicht, Schuss. Schießt doch da deine komischen Todesstrahlen ab. So, wir müssen hier durch. Dann müssen wir auch in den Raum, der so viele Geräusche macht. Hier bekommen wir den Kompass. Das heißt, uns fehlt nur noch eins. Nämlich der Bossschlüssel. So. Hier kommen links und rechts sind so welche Sachen, die halt schießen. So. Hier ist eigentlich reines Glück, zumindest wenn man das nicht das erste Mal macht. Wenn man das erste Mal durchrennt, wird man nie getroffen, das zweite Mal ist mehr Glück, dann muss man das Timing einfach blind abwarten, weil die bewegen sich ja nach oben und unten. Das ist zwar so gemacht, dass es so nicht klappen würde, aber... So, die Pegasus-Stiefel für jeden Speedrunner natürlich das Beste, was es gibt. Da. Man sehe, man kann sich hinter den Vasen aber nicht verstecken. So, gib mir hier den. Du hast den Kraftanschub. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Genau, wir können Steine aus dem Weg räumen. Sind wir der beste Gärtner überhaupt, weil wir Handschuhe gefunden haben. Von mir aus schieß mich doch an. Man denkt, oh nein, wir müssen hier was anmachen. Nein, wir müssen einfach nur was wegschieben. Aber was das nur bringt, sind hier Parfen, also nicht relevantes. So, hier haben wir nämlich noch was. Hier ist, glaube ich, nämlich so ein... Jo, Herzteil. Aber das Blöde ist, dann verfolgt uns der Geier wieder. Ist aber kein Schwierigkeitsprop. Wenn er uns zu nahe kommt, dann bekommt er einfach hier so einen Stein gegen den Kopf, dann läuft er auch. So. Der Wüstenpalast. Ist der der richtige? Nein, dann ist der der richtige. So. Abwarten, bis er sich wieder dreht. Hey! So. Ich glaube, jetzt das allererste Mal, dass wir die treffen. So, einfach eine gute. Also, ich habe mich meistens immer in die Ecke verkrochen. Aber man kann auch immer hier so im Kreis herumgehen. Die Pots hier ein bisschen aufheben. Ich glaube, das ist eine 8 das erste Mal, genau. Ah. Ist aber uninteressant, also eigentlich müsst ihr hier nur den Schlüssel finden. Da bekommen aber später noch Räume, die sind anders. Da müsst ihr sozusagen das aushalten. Das ist sozusagen das Schlimmste, was es gibt. Weil man einfach aushalten muss. Man kann dagegen nichts machen. Nehmen wir ein Rubinchen. So, man hat gehört, wir haben den bekommen. Das ist kein Problem. Rerun. Lass mich doch mal in Ruhe mit deinem Laser, Fritzchen. So. Was wir hier machen müssen, den Schlüssel finden. Nichts anzünden. Das soll euch alles nur so ein bisschen ablenken. So. Hier sehen wir, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Gut. Man sieht den hier schon mal. So, Pfeile werden uns gegeben. Die sind gut für den Boss, nicht essentiell wichtig. So, hier müssen wir aber anzünden. Weil man sieht hier Fackeln. Und was kann das bedeuten? Die Wand schiebt sich weg. So. Ne? Wenn man das vorspult, ist es nicht mal am Wackeln. So. Hier kommt einer der schwersten Bosse für mich. Ich, nicht schwer wegen unfair schwer, sondern schwer, weil das einfach ist. So. Nämlich, da sind so ein paar Würmchen, die kommen hier raus. Und die sind nur am Kopf zu verletzen. Am meisten Schaden macht man mit Pfeil und Bogen. Aber das Problem ist, wenn die hier aus dieser Erde rauskommen... Dann muss man das Timing abwarten mit den Pfeilen. Schmeißen sie so kleine Steine. Jetzt ist das noch okay, weil die sind schief. Also so quer. Natürlich verändert sich das, wenn nur noch einer übrig ist.
So, quer. So, einen haben wir damit getötet. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Doch, wollte schon sagen, deshalb kann ich keine Pfeile schießen gerade. So. Oh, Mist. Genau. Wenn wir jetzt den hier angucken, der wird in alle Richtungen schleudern. Und er selber ist sogar noch schneller. Das heißt, wir können nicht mehr einfach hier so neben dem Loch stehen bleiben, dann werden wir getroffen. Deshalb am besten alle am Anfang genug treffen, damit man da nicht so lange in dieser Phase bleiben muss. Ich weiß nicht, ob die dann geheilt wird, also ob der letzte Wurm dafür geheilt wird für die letzte Phase. Tschüss. Yes, perfekt. So, und jetzt wollen wir... Yes, geschafft. Ja, das ist immer schön, wenn man sozusagen auf einen drauf fällt, man aber sozusagen diese Wirbelattacke aufgeladen. So. Damit haben wir das der Weisheit, glaube ich. Ne, der Stärke. Mut? Stärke? Okay. Das ist das Amulett der Stärke, Errung. Dein Ziel ist gleich Banane. Nahe. Hol dir nun das dritte. Ja, das ist kein Problem. Das mache ich doch mit Klacks, so. Bum. Au. Hat er wehgetan. So. Und hier haben wir auch noch was. Ich glaube, das führt uns da irgendwo was hin. Ich bin mir nicht sicher. Hier haben wir noch einen. Die Prüfung der Wüste hat dich stärker gemacht. In dir fließt das Blut des Helden. Oh, dankeschön. Oh, ja, guck mal. Nee, das kann man nicht so machen. Dann müssen wir dafür eine Bombe benutzen. Nicht bei allen Wänden klappt das. Was haben wir hier? Oh, ein Herzteil. Hooray! Damit fehlt uns nur noch eins. Dann haben wir wieder ein Herz mehr. Ich glaube, das bekommen wir jetzt sogar in greifbarer Nähe auf dem Weg. Hier haben wir so einen Stein, der lehrt uns Magie. Sowas wie Dinsen, Umarmung und sowas. So, das Besondere ist halt, wir können jetzt auch diese großen Dinger hier aufheben. Und darunter bewegt sich ab und zu was. So wie der Typ. Der sagt, suche die Höhle östlich des Hühersees. Dort gibt es kuriose Dinge zu finden. Oh, echt jetzt? Dankeschön. Aber ich hole mir lieber noch ein paar Rubine von dir. So. Genau das machen wir auch, was er gesagt hat. Diese komische... Ah ja, was ich nie erklärt habe. Der Typ da oben, der mit dem Schild, wenn man den halt aufhebt, folgt er einem. Aber er hat noch ein anderes kleines Geheimnis. Das ist nämlich ein Meisterdieb. Ein böser Meisterdieb. Das wird natürlich irgendwann mal, sagen wir mal, eine andere Rolle spielen. Dazu kommen wir dann, aber wenn es soweit ist. Vielleicht werdet ihr dann das bisher schon vergessen haben, was ich jetzt gesagt habe. So, hier haben wir noch eine Höhle. So, aber hier. Hier müssen wir das töten. Dann kann man natürlich so noch machen, wenn man hier die Bomben rüberschmeißt. Das ist meistens da unten. Damit kommen wir zu dem Typen, der sagt, nimm mal ein paar Rubine, aber sag niemand, dass du sie von mir hast. Verstanden? Ja. Also sozusagen, es ist das, it's a secret to everyone aus dem allerersten. Und hier haben wir noch ein paar zusätzliche Sachen. Bomben, Pfeile und so. Ja, ich habe einige Bomben erhalten. Das hier, ja. So. Ein ganz guter Ort. 300 Rubine sind nicht gerade schlecht. Besonders, da wir auch eine gewisse Anzahl an Rubinen brauchen für die Schwimmflossen. Ich glaube, das sind 500, aber nur. Oh, oh, nein, Mist, Mist, nein, nein, nicht die Biene, hör auf, ab und zu kommen halt so Bienen, aber normalerweise in Bäumen nur. Oh, oh, nein, du nicht. Genau, der zerstört sich und dann kommen die Dinger, ich hasse die. Wir brauchen unbedingt was zum Heilen, dann sterben wir hier. Nichts, 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 Mist, brauche ich mal zum Heilen, sonst werde ich sterben. Keiner? Hey, du da. Ich will kein Geld. Davon kann ich mir nicht kein... Nee, doch, Herzen könnte ich mir kaufen. Boah, wie geil! Ich kann nicht so gut Geld farmen hier bei den beiden. Ich brauche aber Herzen. Bitte. Bitte gib mir ein Herz. Komm so hoch. Okay, dann müssen wir ganz vorsichtig gehen.